Konnichiwa, Catties! Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge vom realen Irrsinn. Nein, so neu ist die Folge gar nicht, sie ist schon ein bisschen älter. Aber es ist eine schöne Folge und sie ist vorgeschlagen worden. Ja, vorgeschlagen von unserem Schildi 1. Da bin ich ihm wieder sehr dankbar. Und ja, heute geht es um einen, ja, um ein männliches Attribut zum Besteigen. Das wäre ein guter Titel. Obwohl, das wäre dann auch der Titel, den Extra 3 gewählt hat. Der Kletterpenis von Bad Segeberg. Ich dachte mir, in Bad Segeberg sind die Karl-May-Festspiele interessant, aber Kletterpenisse? Ich sag das jetzt nicht, weil ich es möchte, sondern weil es wirklich da steht. Solche Folgen schlägt mir der Schildi vor. Nein, als das Trump-Nail, was ich gesehen habe, das war sehr interessant. Ich wüsste gern, wie man da drauf klärt. Aber wenn das jetzt wirklich, ich glaube eher, dass sie wahrscheinlich einen Pilz dahinstellen wollten und wer kennt die Fantasie der Menschen? Aber entscheidet einfach selbst, wir schauen uns das Ganze jetzt zusammen an und dann sehen wir einfach, worauf das rausläuft. Also, rein. Ha, ich liebe diesen Werk. Habe ich es schon gesagt? Ja, ich glaube schon. Mehr als einmal. Das ist toll. Ich finde diesen neuen Übergang richtig schön. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr davon haltet, wie dieser Übergang funktioniert. Also, wie ihr den findet. So, mit den Blättern so rein und wieder raus. So, da haben wir wieder unseren extra 3 Zwerg. Und wir starten rein in den Kletterpenis von Bad Segeberg. Eigentlich haben sie es nur gut gemeint. Der Lions Club Bad Segeberg und sein Präsident. Ja, also glaube ich schon, dass sie es gut gemeint haben mit diesem Kletterparadies. Und ja, und das mit dem Blumig ist klar. Es sind ja auch Blätter. Blütenblätter. Da muss es blumig sein. Also ich meine, mein Übergang. Nicht das, was ihr da seht. Das ist nämlich das Objekt der, naja, Begierde würde ich jetzt nicht sagen, aber das Objekt des Anstoßes. Dieser Kletterfelsen für Kinder ist eine nette Spende. Nur leider sieht das Ding irgendwie aus wie... Ein Penis, sagen wir es doch einfach. Die Monetarisierung ist alleine schon durch meine Einladung eh dahin. Geben Sie es zu. Dann gebe ich zu, dann kann man da auch ein männliches Körperteil, sprich ein Penis, draus sehen. Er hat's auch gesagt. Also ihr könnt mich jetzt nicht deswegen irgendwie mir was Negatives sagen. Ich werde dieses Video kennzeichnen, aber ich sage euch gleich eins, der hat es auch gesagt. Ich hab's nur übernommen. Also von hier aus nicht, aber von da hier betrachtet, wirkt der Spritzbeton ja irgendwie anrüchig. Ja, doch, also ich sag mal so, hat derjenige, der dieses Objekt designt hat, das nur von der breiten Seite sich angeguckt und nicht von vorne, von der schmalen? Ein Schelm, wer Böses denkt. Wir hatten ursprünglich vor, und ich glaube, wir haben es auch weitestgehend verwirklicht, ein einmaliges Spielgerät zu schaffen, etwas, was es sonst nicht so gibt. Das stimmt, definitiv. Also damit, ihr seid ja sogar in die Zeitung gekommen und ins Fernsehen. Also, das schaffen nicht viele Spielgeräte. Also es ist was Einmaliges. So ein Kletterpenis ist schon ein einmaliges Spielgerät. Gibt's garantiert noch nicht. Ganz Bad Segeberg ist auf den Beinen und scheint leicht erregt. Ja, okay, man macht Bilder davon. Hey, das ist eine tolle Touristenattraktion. Zusätzlich zu den Karl-May-Festspielen, die. Und das zum Beispiel ist ja was Praktisches. Das kann man nämlich das ganze Jahr machen. Die Karl-May-Festspiele finden ja nur im Frühjahr, Sommer, Staub und im Herbst statt. Wirklich wie ein Penis. Das wird der Dödel von Segeberg genannt. Und ja, hey, das ist doch mal. Das ist cool. Das ist ein cooler Titel. Dödel von Bad Segeberg. Und ein Dödel ist auch nicht so anstößig. Ja, ich bin nur die Kerbe oben drin. Da kommt Bürgermeister Dieter Schönfeld. So ein Kletterpenis ist klar Chefsache. Schließlich haben ihn schon Touristen gefragt. Wo geht's hier zum Penis von Bad Segeberg? Ja, ich glaube, als Bürgermeister freut man sich darauf, wenn man so eine Frage gestellt bekommt. Ah, geil. Na sowas. Und was haben Sie gesagt? Ich sehe keinen Penis, nein.
Und dass Kinder auch keinen Penis sehen, will uns der Bürgermeister jetzt beweisen. Was glaubt ihr? Glaubt ihr auch, dass das nach hinten losgeht? Ich glaube schon. Kinder sind zwar immer, es wird immer gesagt, Kinder sind unschuldig. Ja, das vielleicht, aber man kennt ja auch das Sprichwort, Kindermund tut Wahrheit kund. Was seht ihr denn da? Ein Felsen, ne? Und ihr findet den auch schön, oder habt ihr Sorge, dass das euch verdirbt, wenn ihr da drauf guckt? Nein, ne? Ey, das ist ja auch, ey, der hat gecheatet, der hat gecheatet. Der hat ihn ja auch nur von der Seite gezeigt. Zeig ihn doch mal von der anderen Seite, dann sieht das anders aus, glaubt mir. Gut, die Kinder haben also keine Angst vorm Kletterpenis. Aber trotzdem will der Lions Club nochmal Hand anlegen. Das ist jetzt wieder eindeutig zweideutig. Zusätzlich werden sie auch noch wahrscheinlich die Flex in die Hand nehmen und etwas wegnehmen, sodass diese Perspektive gänzlich anders aussehen wird. Da bin ich ja mal gespannt. Ich guck mal, ob es dazu ein zweites Video gibt. Das wäre geil. Oh nein, der Peniseindruck soll weg. Der Peniseindruck soll weg, genau. Und deshalb kommen extra zwei. Okay, jetzt wird's interessant. Wir sehen es also, glaube ich, doch schon in diesem Video. Aber ich bin mir da ganz unsicher, ob das gut geht. Zwei Spritzbeton-Experten aus Süddeutschland, um den Kletterpenis zu beschneiden. Ali, würdest du vielleicht noch eine Leiter holen? So, hier oben noch ein bisschen was weg. Ja. Und da unten noch ein bisschen was dazu. Und jetzt die Abnahme mit der Pastorin. Also ein Phallus wäre jetzt wirklich nicht meine erste Assoziation, wenn ich dieses Teil sehe. Ich habe da auch grundsätzlich keine Berührungsängste mit. Na dann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ja, doch, passt. Könnte man so lassen. Ja, jetzt ist definitiv der Eindruck weg. Aber jetzt haben sie auch eine Touristenattraktion verloren. Segeberg's größten touristischen Höhepunkt. Ja, ich finde, sie haben jetzt dadurch einen touristischen Magneten verloren. Das ist nicht ganz so toll. Das sollte man vielleicht nochmal, hätte man sich vorher überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es weg. Aber danke, Schildi, für diese Folge. Es war geil und ich habe genau das erwartet, dass sowas kommt. Aber es war echt genial. Also, ja, manchmal sollte man einen Blick nicht nur von einer Seite, sondern auch von einer anderen Seite drauf haben und schon passt das Ganze. Ja, ja, oder auch nicht, je nachdem. Aber ja, mit sowas Ähnlichem haben wir demnächst auch nochmal zu tun. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich habe da noch einen anderen Vorschlag. Das kannte ich, also den kenne ich aber schon, allerdings nicht in dieser Folge, sondern aus einer anderen Berichterstattung. Das kann ich euch schon versprechen. Das wird auch lustig werden. Ja, ja. Aber erstmal für diese Folge. Wie gesagt, nochmal Dankeschön, lieber Schildi, für den Vorschlag. Es war toll. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr kennt das ganze Gedöns, liken, abonnieren, Glocke ist hier auch irgendwo, wenn alles gut gegangen ist, eingeblendet. Da habe ich eine neue Einblendung. Und ja, wenn ihr dann den Kollegen von Extra 3 das gleiche auch geben wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr das gleiche machen, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und ja, könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken, ohne dass ich was dazu sabbel. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritik oder Lob habt, könnt ihr das loswerden. Habt ihr eine Idee, was wir reacten könnten, könnt ihr das auch loswerden. Und wisst ihr wo? Unten, ja unten, da ist eine Kommentarfunktion, da könnt ihr draufklicken, könnt da was reintippern. Und ja, ich reagiere dann auch darauf. Und wenn ihr da Videos reinpackt oder Vorschläge, was man reacten könnte, dann gucke ich, ob das möglich ist und dann reacte ich das auch, wenn das möglich ist, genau. So einfach ist das, so wie das dieses Video hier auch vom Schild ja vorgeschlagen worden ist. Gut, ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen weiter? Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mal live dabei sein wollt beim Reacten, auch unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Da einfach mal draufklicken und in den Zeitplan gucken, wenn ich nicht direkt gerade live auf Sendung bin. Und dann könnt ihr da beim Live dabei sein. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.